Willkommen zur fünften Runde im FA Cup. Und wir spielen heute gegen die Queen's Park Rangers. Und falls sich jemand fragt, wo kommen die neuen Trikots her? Ja, das liegt daran, weil ich jetzt den anderen Fußballmanager benutze. Ja. Ich würde sagen, gucken wir uns das Ganze doch mal an, wie hier gespielt werden wird. Olivier Giroud spielt unten auf Oxlade Chamberlain, der versucht auf Özil zu spielen. Aber gibt's das wieder schön dabei? Witters, Özil, Giroud versucht's direkt. Was ist da passiert? Hand? Gab's Hand? Ich hoffe. War das Hand? Ha, es war Hand! Freistoß! Sehr, sehr gute Position hier für Mesut Özil. Aber der verhaut den ja total. Gut, so viel dazu. So viel zum Freistoß. Sandro spielt jetzt nach vorne, aber Chan stellt sich schön in die Mitte. Oder was heißt in die Mitte? Stellt sich schön dazwischen. Und der Ball war zu lang. Armer Tschech. Giroud läuft da schön den Ball ab. Ah, kriegt den Ball aber nicht auf Özil. Einmal ein Roulette. Özil spielt auf Costa anstatt unten auf Chamberlain, der gerade frei war. Aber naja, Mertesacker gegen Laurie kann sich da nicht durchsetzen. Was macht die Abwehr jetzt? Stellt gut die anderen zu, sodass er direkt schießen muss. Kein Problem für Tschech gewesen. Witters, Aaron Ramsey, Özil vorne auf Giroud, der den Ball durchgehen lassen will, aber hat nicht viel gebracht gerade. Özil wieder auf Giroud. Jetzt versucht Giroud mal alleine. Chamberlain kommt da nicht so wirklich zum Zug vorne. Ramsey ist am Ball, wird da von Key abgehalten. Oder aufgehalten, eher gesagt. Gibt's auf Withers. Chamberlain! Na. Schade. Das wäre schön gewesen. Verstolpert Emre Can schon wieder. Ah, oh, Costa holt sich da sehr schön den Ball, bringt ihn auch gut auf Giroud. Giroud bringt ihn zurück auf Costa. Aber Costa scheitert an Traoré. Mertesacker wieder gegen Laurie. Ah, kriegt er nicht. Aber Ramsey schön da. Stoppt den Ball von zwei Leuten. Erobert er sich den. Giroud außen auf Costa. Wird er ihn noch kriegen? Nein, der war zu lang. Ah, gerade ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Vom Ballbesitz her. Aber auch so. Can gegen Rondon. Sehr schön gemacht. Costa hat den Ball. Costa bringt ihn aber nicht durch. Key stand wieder im Weg. Rondon auf Traoré. Traoré auf Key. Ah, Mertesacker ist in der Abwehr. Fängt ihn ab. Withers auf Özil. Özil geht an Sandro vorbei. Auf Giroud. Giroud auf Chamberlain. Ah, Chamberlain kann sich da durchsetzen. Chamberlain. Aber viel zu schwacher Abschluss für Green. War kein Problem für den Torwart. Boah. Das war mal eine gute Chance. Hat Tschech sehr gut reagiert. Ah, ich sehe schon, auf was das wieder hier hinausläuft hier. Auf sehr viel Glück von unserer Seite. Aber da war das Foul und es gibt erstmal eine Karte. Direkt die rote für Junior Hoilett. Krass. Das heißt, Chambers ist jetzt ohne Job. was das angeht, also was das Decken angeht. Costa geht da schön am Verteidiger vorbei, spielt in die Mitte auf Chamberlain, der kriegt aber den Ball abgenommen. Schade.
Das war eine sehr gute Aktion gerade. Costa holt sich wieder den Ball und wird von Traoré gefoult. Ah, die sollten aufpassen mit Fouls. Vor allen Dingen, was so von hinten angeht. Costa. Ah, gegen Traoré. Setzt sich aber Traoré durch. Key wieder am Ball. Ah, aber Ramsey. Da keine Probleme, den Pass abzufangen. Ah, der Ball war nicht mal zu lang für Chamberlain. Der spielt ihn direkt in die Mitte auf Özil. Der kommt aber leider nicht auf Özil. Auf Giroud, der kommt aber leider nicht an. War vielleicht auch ein bisschen zu stark. Chamberlain gegen Traoré. Can fängt da den Ball schön ab. Ah, der passt auf. Chamberlain jetzt auf Özil. Özil in die Mitte auf Giroud. Aber Giroud springt nicht hoch. Der Ball ist aber noch heiß. Gibbs immer noch am Ball. Gibbs, Chamberlain immer noch am Ball. Und Oxlade Chamberlain an die Latte, aber Douglas Costa verwandelt ihn. Sehr geil. Sehr geil. Gönn ich ihm. Costa ist, ja, wertvoll für die Mannschaft. Ja, sehr schön. Da führen wir 1-0 kurz vor der Halbzeit zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt. Wie jetzt Buschi sagen würde. Oder war es Manni Breukmann? Ich weiß es nicht. Ah, und Traoré versucht sich da irgendwie noch so durchzustehlen. Aber Halbzeit. Ja, ich denke, die rote Karte war ausschlaggebend jetzt für das Tor, weil sie da einer weniger waren auf der Seite. Und gehen wir in den Bericht. Und Costa macht ein gutes Spiel. Özil, Chamberlain und Giroud sind nicht wirklich im Spiel drin, aber ja, kann ja noch werden. Ramsey immer noch aus meiner Sicht entschuldigt. Er hat lange nicht gespielt. Hat bis jetzt halt auch bei uns nur Pokaleinsätze bekommen. Und ja, ich werde ihm jetzt bald auch mal in der Liga eine Chance geben. Aber im Moment möchte ich das eher den Eingespielten überlassen. Und Giroud am Ball. Und das nächste Foul. Gibt es Freistoß oder war das schon im Strafraum? Ich glaube, es war Freistoß. Nee, Elfmeter. Krass, es gibt sogar Elfmeter. Aaron Ramsey schießt ihn und macht sein Tor. Sehr, sehr geil. 2-0 für uns. Aaron Ramsey. Mit dem 2-0 durch den Elfmeter. Stark. Ah, Can war sehr weit mit in der Mitte. Mertesacker fängt ihn schön ab. Özil wird da auch angegangen, also gibt auch Vorteil. Ja, Gangart von Queen's Park wird auf jeden Fall rauer. Costa jetzt voll in seinem Element, bringt den Ball auf Giroud und Giroud zum 3-0. Das kann er gut. Aus der Entfernung schön in den Winkel geballert. 3-0, Olivier Giroud. Vorlage von Douglas Costa. Sehr stark, sehr stark. Ja, sind wir hier schon 3-0 am Führen. Kann sich sehen lassen. Also die rote Karte war echt so ein Knackpunkt jetzt im Spiel von Queen's Park. Oh, und da ist Traoré jetzt ziemlich weit vorne. Witters ist aber bei ihm. Macht auch wieder, wie immer eigentlich, ein starkes Spiel. Chamberlain jetzt gegen Traoré, muss er rangehen. Ah, Glück, dass Cech so gute Reflexe hat. Als Ramsey hängt sich dazwischen, aber Queen's Park immer noch im Angriff, aber Cech. So, jetzt hat Cech mal den Ball. Geht direkt weiter. Wir wechseln mal Özil aus, dafür kommt Pastore rein. Und das war's erstmal. Özil im Moment nicht ganz so im Spiel drin. Mit einer 3,5. Ah, da ist Giroud leider nicht rangekommen. Mertesacker. Özil steht auch sehr defensiv. Irgendwie. Giroud, ah, gegen Marcano ist er nicht durchgekommen. Aber schön zu sehen, wie halt unsere ganzen Spieler jedes Mal versuchen, irgendwie vor den Gegner an den Ball zu kommen.
Chamberlain mit dem Ball in die Mitte, aber Green mit einer sensationellen Parade. Die Flanke aus der Luft gegriffen. Ramsey am Ball. Costa kriegt den Ball leider nicht rüber auf Chamberlain. Oh, und da ist es geschehen. Ja, das 2 zu, das 1 zu 3. Wir reagieren darauf, indem wir Gasola bringen. Plus Pastore. Ja, es ist geschehen. Da war die Abwehr einmal nicht aufmerksam. Und da ist es soweit gewesen. Ja, so schnell kann es gehen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Puffer. Kann man so sagen. Wir gehen jetzt nochmal gerade in die Taktik rein, weil Queen's Park hat auch gewechselt. Ja, sie haben jetzt umgestellt. Das heißt, wir stellen auch mal um. Gibbs deckt hier, Mertesacker deckt hier. Chan deckt hier. Chambers deckt Lun und Witters bleibt bei Key. Dann haben wir so ziemlich die ganze Offensive abgedeckt, was das angeht. Gasola gegen Perch setzt sich da sehr gut durch, gerade reingekommen. Santi Gasola hat sehr viel Platz, macht es direkt. Und verwandelt zum 1 zu 4. Denkt sich direkt mal so, du lässt mich nicht von Anfang an spielen. Dann baller ich ihn einfach direkt mal rein. Und das finde ich geil an Gasola. Im Moment richtig on fire, der Typ. Ja, kann man gar nicht anders sagen. Wunderschönes Tor gewesen jetzt. Als nächstes wird Rondon ausgewechselt. Auf Seiten von Queen's Park. Aus Santi Gasola wieder am Ball gegen Persch. Setzt sich da sehr gut durch. Wird gefault und verletzt sich. Aber der Ball ist noch heiß. Olivier Giroud hat da nichts draus gemacht. Santi Gasola kam rein, hat sich direkt verletzt. So eine Scheiße jetzt. Gut, dann bringen wir jetzt Jack Wilshere rein. Für Santi Gasola. Wechseln so und so. Dann macht jetzt halt Aaron Ramsey den Offensivmittelfeldmann. Und sie spielen nicht mal ins Aus. Was für Sackgesichter. So, der Ball ist im Aus. Es passieren nochmal Wechsel. Zum Glück hatten wir noch einen Wechsel übrig. Dann sagen wir direkt mal Chan, dass er hier decken soll. Und, oh, da ist es fast schon wieder passiert, aber Chan klärt zur Ecke. Boah, ey. Was ein Stress am Ende nochmal hier. So, Cech nach der Ecke hat ihn sicher in den Händen. Angela. Oh mein Gott, da ist Laurie ganz frei vor Cech gewesen, aber Cech wie immer stark. Ah, der Abschlag gerade nicht ganz so geil. Unsere Mannschaft ziemlich unsortiert gerade. Costa nochmal vorne, kann den Ball reinbringen, bringt ihn noch rein auf Pastore. Aber Persch nimmt ihn dann den Ball ab. Ah, das war eigentlich nochmal stark. Ramsey auf Pastore. Da war Pastore aber abseits. Ah, ganz knapp. Schade, schade. Echt schade. Verdammt schade. Dass er da im Abseits war. Aber wäre sowieso im Aus gewesen. Ja.
4 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Ah, der Ball von Ramsey. Viel zu lang für Costa. Viel zu lang. Immer noch nicht abgepfiffen. Und damit haben wir gewonnen. 1-4 gegen die Queen's Park Rangers. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon weiter sind oder ob es noch ein Rückspiel im FA Cup gibt. Das habe ich in England noch nicht so ganz begriffen. Aber wir haben erstmal sehr gut gespielt. Und wow. Das war ja richtig knapp hier. Auch. Aber wie gesagt, der Pokal hat immer seine eigenen Regeln. Egal ob in Deutschland, England, Spanien oder was auch immer. Und wir sehen uns im Nachbericht. Nochmal das erste Tor von Costa. So. Willkommen zum Nachbericht. Wir haben ein hervorragendes Spiel gemacht. Vor allem Douglas Costa ist heute echt abgegangen. Mit einer 1,5. Hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Ist auch Spieler des Spiels wahrscheinlich. Nein, das ist Laurie. Laurie Glory. Was hat denn der für eine Note? Eine 3, ist aber trotzdem Spieler des Spiels, weil er das Tor gemacht hat. Bei mir haben 4 Leute Tore gemacht, aber egal. Er ist Spieler des Spiels. Ja. Wir hatten fast so viele Auswärtsfans wie QPR Heimfans im Stadion. Ist das, haben die echt nur so ein kleines Stadion? Kann ich mir in England ja schon fast gar nicht vorstellen, dass eine Mannschaft so ein kleines Stadion hat. Naja, gehen wir weiter. Ergebnisse haben wir eben schon gesehen. War ziemlich knapp überall. Sandro von den Queen's Park Rangers sagt, wenn man ein 0-2 kassiert, dann ist ein 1-1 nicht mehr möglich. Und das ist sogar das Zitat des Tages. Wahrscheinlich, weil es zu dumm ist. Und ich feiere dieses Lied. So, Trainer Impact Raptor sagt, ich habe die Queen's Park Rangers so erwartet. Ich habe sie erwartet. Sie haben ein sehr hohes Tempo angelegt, doch wir haben uns gut darauf eingestellt. Ich habe auf sie gewartet, Mr. Bond. Ich mache das selten, doch Torwart Peter Cech muss ich heute herausheben. Er hat sehr, sehr stark gehalten. Ja, das hat er echt, das tut er aber eigentlich immer. beste Spieler im Pokal, Oliver Giroud jetzt mit 2 Toren, Ricky Lambert mit 4 schon. Ja. Und beste Spieler. Ja, namens in sich. Santi Cazorla ist eine Woche verletzt. So eine Scheiße. Naja, das Duell hat heute auf jeden Fall Costa gewonnen. Scheißegal. Gehen wir weiter. Viertelfinale, das heißt, es gibt kein Rückspiel. Gut. Lasset die Auslosung beginnen. Leicester City bekommt Manchester United, West Bromwich Albion, also einfach West Brom, bekommt und und der Chelsea FC bekommt Man City. Ja, dann ist nämlich einer von beiden schon mal raus. Obwohl, wir müssen erstmal weiterkommen. Und Blackburn Rovers spielen gegen den Sunderland AFC. Ja, da haben wir doch eigentlich ein ganz gutes, eine ganz gute Losung gekriegt. Ausgangslagenmäßig. Das wird auf jeden Fall ein übelstes Spiel.